Hallo, heute ist tatsächlich der letzte Tag vom Minimalismus Mai und es macht mich ein bisschen traurig. Aber ihr seht mich auf jeden Fall die Woche noch zweimal. Ich mache noch zwei Videos und falls ihr mich vermisst, dann schaut bei meinen Social Medias vorbei, weil da poste ich doch immer wieder zwischendurch was, auch gerade gerne auf Snapchat. Und die heutige Aufgabe lautet, die letzten 5 Einkäufe mal zu bewerten. Waren sie sinnvoll? Habe ich sie wirklich gebraucht? Einfach sich mal Gedanken machen über die Einkäufe. Meine letzten 5 Einkäufe waren jetzt aber nicht so interessant. Es waren hauptsächlich Lebensmittel und ein bisschen Technikkram für Filmemacher. Das heißt, es war jetzt nicht wirklich interessant und deswegen dachte ich mir, ich mache ein gutes altes Aufgebraucht-Video, was ja dem auch entspricht, dass man einfach guckt, waren die Produkte gut. Und das machen wir jetzt. Und ich beginne mit einem Deo von Nivea. Und das ist dieses hier. Das ist Fresh Flower und es ist ohne Aluminium. Und ich muss sagen, ich fand den Duft wahnsinnig angenehm. Also ich habe es sehr gerne gerochen, aber es hat mich nicht wirklich geschützt. Also ich hatte nicht ein dauerhaftes frische Gefühl. Spätestens nach 3 Stunden oder so habe ich mich wieder unfrisch gefühlt. Und deswegen würde ich es mir jetzt nicht nachkaufen. Dann habe ich hier von Semamed eine Creme mit 2% Vitamin E. Die ist fürs Gesicht, die ist sehr cremig, aber auch nicht zu fest von der Konsistenz. Sie zieht sehr schön ein, ist aber doch ziemlich reichhaltig und ist aber auch nicht mega fettig und auch keine Feuchtigkeitscreme. Das perfekte Mittel für mich persönlich, um sie abends vor einem Schlafengehen aufzutragen. Ich habe die jetzt auch schon, also das ist der zweite Tiegel, den ich aufgebraucht habe und ich mochte sie wirklich gerne, aber ich möchte jetzt einfach mal wieder andere Sachen ausprobieren und als ich sie abgescannt hatte, waren da die Inhaltsstoffe auch nicht so besonders herausragend gut, dass ich jetzt da sage, da bleibe ich jetzt dabei, sondern ich probiere einfach wieder was Neues aus. Aber an sich fand ich sie sehr pflegend und sie hat auch meine trockenen Stellen hier in der T-Zone sehr gut behandelt und kann ich an sich nichts aussetzen dran. Dann habe ich hier den ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner von Rival de Loop und ihr kennt mich, ihr wisst, ich liebe ihn. Der löst bei mir wirklich gut Mascara. Ich trage ja keine wasserfeste, aber normale Mascara nimmt der sehr gut runter und ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar. Der kostet unter 2 Euro. Gibt es eben bei Rossmann. Dann habe ich eine Haarkur aufgebraucht von Garnier Fructis und zwar Farbbeschützer. Da hatte ich auch das passende Shampoo und die Spülung dazu. Und ich muss sagen, meine Haare haben sich sehr weich und so angefühlt, waren irgendwie sehr schön glänzend. Aber ich würde es mir jetzt auch nicht nachkaufen, weil ich das Gefühl habe, ich muss danach ein Tiefenreinigungsshampoo benutzen, um einfach wieder alles rauszubekommen. Und ja, ist für mich jetzt nicht so das Richtige, aber war an sich vom Ergebnis sehr schön und auch vom Geruch sehr angenehm. Dann habe ich hier insgesamt 2 Mascaras aufgebraucht. Beginnen wir mit der hier, die ich auch tatsächlich nachgekauft habe. Das ist von Maybelline, die Lash Sensational Mascara voller Wimpernfächer. Würde ich mir jetzt aber jetzt nicht mehr nachkaufen. Also ich mache jetzt die andere noch leer, aber ich habe mittlerweile wieder eine, die ich lieber mag. Und deswegen war das hier mein letzter Favorit. Ja, ist jetzt leer, die Packung, und würde ich mir jetzt auch nicht mehr nachkaufen. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Mascara, und zwar ist es von Catrice die Glamour Doll. Und ich muss sagen, die ist echt verdammt gut. Also wirklich, das ist eine Drogeriemascara, die super günstig ist und die macht so ein tolles, schönes Ergebnis. Sie verklumpt nicht, sie fächert die Wimpern schön, sie verlängert sie, also sie werden wirklich deutlich länger und sie macht sie auch voller und schwärzer, ihr wisst, dunkler, so, und kann man gar nichts dran aussetzen. Also wirklich eine gute Mascara, so. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht und mit der kann ich sogar meine unteren Wimpern erwischen und alle ein bisschen voller machen. Also da sieht es aus, als hätte ich wirklich Wimpern unten. Sehr cool. Dann wieder Shampoo und so weiter habe ich hier von L'Oreal. Hair Expertise, imposante Kräftigung, die Spülung, dann auch das Shampoo und eine Maske. Und das habe ich jetzt nicht komplett aufgebraucht, muss ich ehrlich gestehen. Es ist jetzt nicht leer, aber ich habe das Gefühl, es ist gekippt. Also ich habe das ungefähr jetzt ein Jahr, weil es wurde mir mal zugeschickt vor Ewigkeiten. Oder war es in der Box? Ich weiß schon gar nicht mehr. Kann auch eine Box gewesen sein. Und es riecht ganz, ganz, ganz komisch. Mir wird es richtig schlecht unter der Dusche. Und das möchte ich eigentlich niemandem zumuten. Deswegen kommt es jetzt weg und würde ich mir definitiv auch nicht kaufen. Also, nee. Dann habe ich hier eine Zahnpasta von Blendermate, die Complete Plus Weiß. Ich wollte schon White sagen. Aber ja,
Würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt nachkaufen wegen dem Effekt, sondern ich mag sie einfach gern, weil sie sehr schönes, frisches Gefühl im Mund macht. Aber bei deutschen Zahnpastas habe ich nie das Gefühl, dass sie die Zähne weißer machen. Deswegen auch direkt zur nächsten Zahnpasta. Und zwar diese hier. Die kennt ihr vielleicht aus meinem USA-Haul. Das ist nämlich von Crest, die 3D White Arctic Fresh. Und ich meine, es gibt eine deutsche Marke, die im Prinzip das gleiche herstellt. Oder sogar das gleiche ist, nur für den deutschen Markt. Aber die ist halt doch deutlich stärker, glaube ich. Und ja, die hat sehr, sehr, sehr angenehm geschmeckt. War sehr schön frisch, hat sehr schön geschäumt. Es war ein sehr schönes Gefühl, mit der die Zähne zu putzen. Aber auch so merkt man jetzt nicht einen wahnsinnigen Weißeffekt oder was. Meine Zähne wurden davon auch nicht empfindlich. Ja. Aber ansonsten finde ich die gut. Ich habe jetzt noch eine Packung in Benutzung und mag die sehr gern und würde sie mir auch nachkaufen, wenn es die in Deutschland geben würde. Dann habe ich einen Lippenbalsam aufgebraucht. Unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist, aber ich brauche die jetzt gerade einer für den nacheinander auf, ist mein Ziel. Und deswegen habe ich jetzt den als erstes leer gemacht. Den habe ich immer am Nachttisch und habe den abends aufgetragen. Das ist Tiroler Nussöl, die Lippenpflege, das Original. Und ich muss sagen, der hat richtig schön gepflegt, war sehr angenehm im Auftrag, war sehr fettig. Also wirklich, man hat das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist eine Schicht und da kommt nichts mehr an die Lippe. Ja, aber an sich hat es sehr gut gepflegt. Morgens war auch noch ein bisschen was drauf und die waren überhaupt nicht trocken. Alles wunderbar den ganzen Tag. Kann ich empfehlen, aber ich habe noch so viele andere, die ich aufbrauchen möchte. Deswegen, ja, bleibt es bei dem einen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Produkte ich unbedingt mal testen sollte. Also ist nicht, dass ich mir alles kaufen würde, aber vielleicht ist ja irgendwas dabei, was mich persönlich auch sehr interessiert und was ich mir auf gar keinen Fall kaufen sollte. Also was eure totale Enttäuschung war in letzter Zeit, wenn ihr was gekauft habt. Was ihr niemandem empfehlen würdet, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr gerne noch hier bei den letzten beiden Videos vom Minimalismus Mai vorbeischauen. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch mit die Playlist von vorne anfangen natürlich. Oder falls ihr ein Video verpasst habt, dann schaut einfach mal dort rein. Ich werde euch natürlich die Playlist in die Infocard und Infobox verlinken, so rum. Und wünsche euch allen damit einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns ganz sicher die Woche nochmal. Und deswegen sage ich dann einfach nicht bis morgen, sondern bis zum nächsten Mal. Ciao!